Hallo, herzlich willkommen hier bei Illenberger Carbon. Ich bin Lukas Zulvic, bin 18 Jahre alt. Wir sind hier bei der Moto2-Europameisterschaft im Motorland in Aragon. Und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über die Strecke. Los geht's in Kurve 1, eine enge Linkskurve nach der Stadtzielgeraden. Man kommt im fünften Gang an, drei Gänge runter in den zweiten. Man muss schauen, dass man innen bleibt, damit man für die nächste schnelle Rechtskurve eine gute Linie hat und da flüssig reinfahren kann. Da muss man wirklich viel ans Gas früh, wenig lupfen, um so viel Speed wie möglich mitzunehmen, ganz raustragen lassen, spät wieder einlenken in die nächste, die dritte Kurve, die nächste schnelle rechts. Und da muss man auch gucken, dass man auch nicht zu weit rauskommt, weil man wieder ganz nach rechts rüber muss für den nächsten schnellen Linksknick. Da fährt man mit ziemlich Vollgas rein, schließt dann das Gas, macht die Kurve, macht dann nochmal ein bisschen Gas auf und geht dann an die Bremse. Komplett in Schräglage anbremsen, das ist da ein bisschen tricky. Und da geht es rein in die nächste enge links, rausbeschleunigen durch einen Rechtsbogen. Dann haben wir wieder Anbremsen in Schräglage auf eine harte Enge rechts. Wieder zwei Gänge runter vom vierten in den zweiten Gang. Und dann kommen wir auch schon hier zur Kurve 8, Kurve 9, wo wir jetzt gerade stehen. Jetzt sind wir hier in Kurve 9, oben ist Kurve 8. Es ist eigentlich eine der trickigsten Stellen, ziemlich schwierig hier, weil es geht richtig steil bergab, sieht man hinter uns. Ist wie so eine Corkscrew bergab und man muss wirklich schauen, dass man ziemlich weit innen bleibt, auch wieder in der Rechts, dass man hier die Links ganz innen nehmen kann und so früh wie möglich durch diesen Linksbogen rausbeschleunigen kann. Sehr schwierig, sehr technisch. Hier droht auch immer wieder Vorderradgefahr, dass es einklappt, weil es auch bergab geht und man dann nochmal die Bremse geht. Von daher sehr schwierig, aber macht Hölle Spaß, die Kurve. Nach Kurve 9, nach der engen Links, beschleunigt man raus hier am Curb, außen entlang, schaltet hoch, Eingang in den dritten, beschleunigt so ziemlich außen lang, dann kommt auch eine ziemlich schwierige Kurve, eine ewig lange Links, die macht am Anfang ist komplett offen, dann zieht sie zu, man muss wirklich schauen, dass man den richtigen Punkt erwischt, ist auch ziemlich viel blind, man sieht überhaupt nicht den Ausgang und am Ende macht sie wieder komplett auf und da ist sehr schwierig, die richtige Linie zu erwischen, aber wenn man es richtig hat, den richtigen Punkt, um ans Gas zu gehen, dann kann man richtig schnell durchfahren. Nach dem gezogenen Linksbogen kommt man dann hier an in Kurve 12, da hinten. Das ist auch, man bremst auch wieder ein bisschen in Schräglage rein. Das Schwierige an der Kurve ist, dass wirklich im Scheitelpunkt innen drin ist so ein Hubbel. Da fährt man drüber, da ist immer Gefahr, wenn man da drüber noch bremst, dass es vorder einklappt. Danach muss man auch wieder gucken, dass man so weit wie möglich links bleibt, um hier Kurve 13, die schnelle rechts, auch wieder eine gute Linie zu haben, da früh ans Gas zu gehen, um das kleine Zwischenstück zwischen Kurve 13 und 14 gut durchzubeschleunigen, da Zeit gut zu machen und danach geht es auch schon in Kurve 14, 15, die letzte Schikane vor der ewig langen Gegengerade. Da muss man auch wieder ja, hart reinbremsen, spät reinbremsen, aber auch wieder rechts bleiben, dass man eben für die Gegengerade so früh wie möglich ans Gas gehen kann, weil da kann man die ganze Zeit holen. Auf den 1,1 Kilometern Gegengerade, da kann man viel Zeit gewinnen, aber auch verlieren. Kommt man auf die Gegengerade raus, zweiter Gang, beschleunigt durch bis über 270 km/h in den sechsten Gang, schaltet dann hier für die letzte Kurve drei Gänge nochmal runden, hartes Reinbremsen, aber muss auch schauen, dass man flüssig reinfährt, lässt sich dann komplett weit raustragen, muss schauen, dass man hier am Curb innen ist und schon vor diesem, bevor man hier innen ist, ist man schon voll am Gas, um auf die Stadtzielgerade hier so viel Schwung wie möglich mitzunehmen. Das war's mit einer Runde hier im Motorland in Aragon. Ich hoffe, dass ihr ein paar Eindrücke bekommen habt. Wünsche mir viel Glück morgen in den Qualifyings. Bis dann, euer Lukas Nummer 3.